Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2, heute mit diesen Themen. Im Fall des Falles, wie man sich im Falle eines Corona-Verdachts zu verhalten hat und welche Befugnisse die Behörden haben, ist seit heute bundesweit einheitlich geregelt. Wir schauen uns an, wie, und live zu Gast im Studio ist Michael Binder, der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Druckmittel, Flüchtlinge, was hinter den Drohungen von türkischen Politikern steckt, die Grenzen für Asylwerber zu öffnen. Die vergessenen Opfer des Konzentrationslagers Gunskirchen in Oberösterreich bekommen ein spätes Denkmal. Wir beginnen auch die heutige Sendung mit der Berichterstattung über das Coronavirus und einmal einer guten Nachricht. Neben den vielen Neuerkrankungen weltweit können wir auch berichten, dass bisher 36.300 Menschen von einer Infektion mit Corona als geheilt gelten. Aber das Virus breitet sich weiter aus. In Österreich ist die Lage stabil, da hat sich die Zahl der bestätigten Fälle von 5 auf 6 erhöht. Bei dem neuen Fall handelt es sich um den 15-jährigen Sohn des bereits erkrankten Paares in Wien. Neu sind auch die Richtlinien im Umgang mit dem Virus und mit Verdachtsfällen. Die sind seit heute nämlich bundesweit einheitlich geregelt. So sind alle Patientinnen und Patienten, die eine Corona-Infektion vermuten, dazu angehalten, keinesfalls selbstständig in Arztpraxen oder Spitäler zu gehen, sondern zunächst die Hotline 1450 zu wählen, die in ganz Österreich gilt. Peter Papuzki und Saskia Fehnenbos tragen die Neuigkeiten des Tages zusammen. Es ist der Abschluss einer Woche voller Sitzungen zum Coronavirus. Auch der Nationale Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt beschäftigt sich heute Abend damit. Die Regierung hat heute ihren bundesweiten Plan vorgestellt, wie die Behörden mit Corona-Verdachtsfällen umgehen sollen. Auch die Opposition ist nach der Sitzung am Abend relativ zufrieden. Ich bin zuversichtlich, dass die Regierung jetzt, was sie angekündigt hat, auch in den nächsten Tagen rasch umsetzen wird. Weil es gilt immer, rasch und effizient zu handeln. Man darf dem Virus nie hinterherlaufen. Man muss ihm immer einen Schritt voraus sein. Nein, ich bin zufrieden mit der Diskussion, die wir gehabt haben. Es war eine Diskussion auf Augenhöhe und das finde ich immer sehr gut. Und ich glaube, dass es hier eben auch diesen nationalen Schulterschluss braucht. In Wien gibt es mit dem heutigen Tag den 4. bestätigten Corona-Fall. Dabei handelt es sich um den Sohn jener Familie, die sich seit gestern auf der Isolierstation des Kaiser-Franz-Josef-Spitals befindet. Mutter und Vater des Jugendlichen sind positiv auf das Virus getestet worden und leiden unter einer leichten Lungenentzündung. Einzig die Tochter wurde negativ getestet. Der Vater war in Italien und hat seine Frau und den Sohn angesteckt. Der 15-Jährige aus Wien ist Schüler des Erzbischöflichen Gymnasiums in Hollerbrunn. Seine Mitschüler und Lehrer müssen nun in häusliche Quarantäne. Diese 23 Schülerinnen und Schüler und die 4 Lehrkräfte werden jetzt in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden die Bescheide zugestellt bekommen, dass sie in die häusliche Absonderung gehen müssen. Das ist eine häusliche Quarantäne. Das bedeutet, sie sollen ihre Wohnungen nicht verlassen. Der erste Wiener Corona-Fall, ein 72-jähriger Anwalt aus Wien, der seit gestern im Kaiser-Franz-Josef-Spital behandelt wird, befindet sich im kritischen Zustand. Er muss künstlich beatmet werden. Dadurch konnte er noch nicht befragt werden, aber er dürfte laut seinem familiären Umfeld in Italien gewesen sein. Weitere 760 Tests in Wien waren heute negativ. Auch die jener Krankenhausmitarbeiter und Verwandten, die mit dem 72-jährigen Patienten zu tun hatten. Seit heute früh ist der Ärztefunkdienst in Wien 24 Stunden und 7 Tage die Woche unterwegs, um bei Verdachtsfällen Proben vor Ort zu nehmen. Wichtig ist der Grundsatz, dass man möglichst quasi diese Tests bei den Verdachtsfällen in dem Umfeld macht, wo dieser Verdachtsfall bekannt geworden ist und in einer aufsuchenden Art und Weise. So soll verhindert werden, dass das Coronavirus etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln verbreitet wird. Weltweit steigt inzwischen die Zahl der Corona-Fälle. Im Iran sind laut offiziellen Angaben 388 Menschen erkrankt und 34 gestorben. Die Dunkelziffer dürfte aber viel höher sein. So berichtet die BBC Farsi von mindestens 210 Toten und bezieht sich dabei auf Krankenhausquellen. In Europa ist Italien nach wie vor das am stärksten betroffene Land. Fast 900 Menschen haben sich infiziert, 21 sind gestorben. Auch die Wirtschaft sucht nach einem Umgang mit dem Virus. Die Lufthansa streicht das Kurzstreckenangebot um bis zu ein Viertel und denkt über Kurzarbeit nach. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. In Berlin fällt heuer die ITB, die größte Reisemesse der Welt, aus. Und in Genf wurde der Autosalon abgesagt.
Verboten sind in der Schweiz seit heute auch Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. In Wien will man diese Maßnahmen nicht treffen. Für Kongresse, Sportereignisse und ähnliche Veranstaltungen soll es vorerst keine Einschränkungen geben. Live im Studio begrüße ich jetzt Michael Binder, den medizinischen Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Binder, wer krank ist oder sich krank fühlt, der geht zum Arzt. Das ist eine ganz logische Folge, ein ganz logischer Reflex. Wenn man den Verdacht hat, dass man mit dem Coronavirus infiziert ist, dann soll man das jetzt nicht mehr tun. Warum denn eigentlich nicht? Weil es ganz einfach ist, wenn wir den Verdacht haben, an Corona erkrankt zu sein oder auch tatsächlich erkrankt sind, würde jede Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, jeder Besuch eines öffentlichen Platzes, natürlich auch der Besuch eines vollen Wartezimmers dazu führen, dass mehrere Menschen unter Umständen angesteckt werden können. Aus dem Grund haben wir uns das schon geplant, überlegt und jetzt effektuiert, dass wir aufsuchend diese Verdachtspatienten und Patientinnen besuchen. Das ist weitaus klüger, weil es wird dort ein ärztlicher Besuch findet statt. Es kann abgeklärt werden, handelt es sich tatsächlich nur um Schnupfen oder eine Verkühlung. Liegt tatsächlich ein Verdachtsfall vor, Arzt oder Ärztin klärt ab, gehört dann auch eine Untersuchung durchgeführt. Und wie krank ist der Patient? Ganz wesentlich, weil sehr viele, wie Sie wissen, sehr viele Coronavirus-Erkrankungen leicht verlaufen. 80 von 100 Patienten haben eine ganz leicht verlaufende Erkrankung und sollten auch aus diesem Grund zu Hause bleiben. Wichtig, das Krankenhaus ist für die eher stärker kranken und schwerer kranken Patientinnen und Patienten. Wenn nun ein berechtigter Verdacht besteht, dann kommen die Ärztinnen und Ärzte jetzt also nach Hause. Auffällig dabei, im Gegensatz zu normalen Hausbesuchen, ist, dass sie dabei eine sehr umfangreiche Schutzkleidung tragen, die schon sehr, sehr ungewöhnlich und fast ein bisschen beängstigend ausschaut. Das ist eine Haube, das ist ein Ganzkörperanzug, eine Schürze, auch ein Mundschutz. Warum diese drastische Schutzkleidung, wenn doch so viele Fälle so sanft verlaufen, im Gegensatz zu anderen ansteckenden Krankheiten, wo diese Schutzkleidungen offenbar nicht nötig sind? Das ist ganz wichtig, weil wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen müssen. Die müssen ja auch mehrere Patienten aufsuchen, sollten nicht krank sein und sollten zumindest auch die Patienten, die sie aufsuchen, nicht anstecken können. Die meisten werden wahrscheinlich derzeit nicht an einer Coronavirus-Erkrankung leiden. Aus diesem Grund diese Maßnahmen. Wenn wir bei den Schutzkleidungen bleiben, dann bleiben wir auch kurz bei Nicht-Ärztinnen und Ärzten. Wenn man derzeit in der Wiener U-Bahn oder wo auch immer unterwegs ist, dann sieht man doch auch immer wieder normale Fahrgäste, die sich mit Mundschutz schützen. Es gibt aber auch die These, dass das absolut sinnlos ist. Vielleicht können Sie uns da jetzt ein bisschen Orientierung geben. Gerne. Bringt das was? In Asien ist das Tragen eines Mundschutzes bei einer Verkühlung fast ein kulturelles Phänomen. Das beobachten wir seit Jahrzehnten und das wird dort so durchgeführt. Jetzt hat sich das natürlich aufgrund dieses Corona-Eindrucks auch auf österreichische öffentliche Stätten übertragen. Es ist derzeit nicht notwendig, einen Mundschutz zu tragen, weil wir auf jeden Fall in Österreich keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Coronavirus nachweisen können. Es findet höchstens sporadisch statt, aber sicher nicht. Es ist nicht die Regel, dass Sie jetzt in der U-Bahn oder an einem öffentlichen Platz regelhaft eine Person finden, die mit Corona infiziert ist. Wir gehen zwar davon aus, dass das unter Umständen auch auf uns zukommen könnte, dann sind andere Maßnahmen notwendig, aber das reguläre Tragen von Mundschutz empfehlen wir nicht. Von den 6 bestätigten Fällen in Österreich gibt es eine schwere Erkrankung, das ist der 72-jährige Patient, der in Wien auch untergebracht ist. Bisher hat es geheißen, man weiß nicht, wo sich dieser Patient angesteckt hat, weil er war eigentlich 10 Tage wegen Grippe in Behandlung. Sie haben heute in der Früh bei der Pressekonferenz gesagt, das ist eigentlich eine detektivische Arbeit herauszufinden, woher der Patient das hat. Wir wissen, diesen Patienten null zu finden, also der das Virus übertragen hat, das ist sehr, sehr wichtig, damit es zu keinen weiteren Ansteckungen kommt. Wissen Sie das mittlerweile? Haben Sie diese detektivische Arbeit abgeschlossen? Die detektivische Arbeit macht die Gesundheitsbehörde, das ist die Magistratsabteilung 15, die sind damit noch beschäftigt. Ganz wesentlich, der Patient, um den es derzeit geht, ist beatmet. Also wir können den Patienten derzeit selbst nicht befragen. Unter Umständen müssen wir das auf den Zeitpunkt verschieben, wo wir den Patienten direkt befragen können. Alles, was wir gemacht haben, waren Umfeldbefragungen, die waren nicht eindeutig. 181 Spitalsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Wien getestet worden, alle negativ. Muss man sagen, heißt das, dass eine Infektion nur zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen ist oder sind die ganz sicher clean sozusagen oder müssen da noch Tests folgen?
Tests müssen nicht folgen, aber ganz sicherlich sind diese auf jeden Fall unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche einen direkten Kontakt mit den Patienten haben. Das hatten, das waren dann doch 90 insgesamt, sind in Heimabsonderung. Die sind zu Hause über 14 Tage. Wir gehen, oder wir hoffen und gehen davon aus, dass es zu keiner Erkrankung kommt. Zusätzliche Tests sind bei Gesunden nicht notwendig. Es gibt ein Mitglied der Delegation, das mit Außenminister Schallenberg am Wochenende im Iran war. Da gab es einen Verdacht. Der Test ist negativ, das weiß man seit heute früh. Aber die betroffene Person ist jetzt zu Hause. Heimquarantäne heißt das. Wir können uns alle ungefähr vorstellen, wie das ausschaut. Man kann da nicht hinaus. Aber diese Person darf auch mit der eigenen Ehefrau nur mit Mundschutz sprechen, soll sich in anderen Räumlichkeiten aufhalten und auch das Essen nicht gemeinsam einnehmen. Wenn der Test negativ verlaufen ist, warum dann diese Schutzmaßnahmen? Weil wir trotzdem nicht genau wissen, ob die Person vielleicht in der Zeit nach dem Test unter Umständen beginnt, Virus auszuscheiden. Was wir wissen, ist, dass 95 von 100 Patienten, die tatsächlich diese Erkrankung tragen, zwischen 3 und 6 Tagen dann krank werden. Also es sinkt dann die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag. Aber in dieser Zeit ist es einfach notwendig, eine soziale Distanz zu haben gegen das Naturphänomen Coronavirus, eine Naturmaßnahme, die soziale Distanz. Apropos soziale Distanz, es gibt einige Veranstaltungen, Großveranstaltungen international, die abgesagt wurden, darunter aktuell auch heute der Genfer Autosalon oder die Basel World, das ist die größte Uhrenmesse weltweit oder eine der größten zumindest. Es gibt auch noch viele andere Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Österreich, vor allem die Stadt Wien, hat sich entschieden, das jetzt nicht zu machen. Können Sie dennoch einen Rat geben? Menschen, gibt es Risikogruppen, wo Sie sagen, das wäre gescheiter, wenn diese Gruppen sich nicht in großen Menschenansammlungen aufhalten? Ja, also ich glaube, es ist an der Zeit zu sagen, dass jede Person, die auch nur Schnupfensymptomatik hat, Halsweh-Symptomatik hat, in einer Zeit erhöhter Aufmerksamkeit solche Veranstaltungen meiden sollte. Das ist eine Verantwortung, die wir alle tragen, die jede einzelne Person auch trägt in Verantwortung der Umgebung und der Mitmenschen. Das wäre eine ganz wesentliche Maßnahme und wir werden auch bei diesen Veranstaltungen genau darauf hinweisen. Zusätzlich wäre es auch klug, wenn man aus Risikoregionen kommt, wo wir wissen, dass Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattfindet, dann grundsätzlich diese Reisen in ein anderes Land zu vermeiden. Aber normalerweise, also wenn man nicht infiziert ist, wenn man gesund ist, soll man sein Verhalten irgendwie abändern? Derzeit nicht. Wir haben in Wien keinen oder auch in Österreich keinen Hinweis auf Mensch-zu-Mensch-Übertragung in einem effizienten Ausmaß. Aus dem Grund ist eine Verhaltensänderung nicht notwendig. Wesentlich ist Aufmerksamkeit, also genau jene Punkte zu beachten, wo kann ich mich informieren und zwar seriös informieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Handhygiene ist immer ganz was Wichtiges, ist wahrscheinlich auch viel wichtiger als eine Maske zu tragen. Herr Dr. Binder, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich danke. Dankeschön. Und wir widmen uns jetzt anderen Themen in der ZIP2. Zunächst im Konflikt in Syrien, der sich ja in den vergangenen 48 Stunden immer weiter zugespitzt hat. 33 türkische Soldaten sind gestern dann bei dem Luftangriff des syrischen Regimes getötet worden. Diese Eskalation treibt auch immer noch mehr Menschen in die Flucht. In der jetzt umkämpften Region Idlib an der Grenze zur Türkei sind fast 1 Million Syrer auf der Flucht vor der Gewalt. Die Türkei lässt sie nicht ins Land, denn dort halten sich bereits 3,5 Millionen Flüchtlinge auf. Und aufgrund der jüngsten Ereignisse haben türkische Politiker jetzt damit gedroht, die Grenzkontrollen Richtung EU zu lockern. Das betrifft vor allem die Landgrenze zu Griechenland, aber auch auf die griechischen Inseln in der Ägäis ist das nicht weit. Wieder machen sich hunderte Flüchtlinge auf den Weg in Richtung EU. Viele haben Gerüchte gehört, dass die Grenze offen sei. Aber an der griechischen Grenze ist Endstation. Die Exekutive setzt Tränengas ein, um die Menschen zurückzudrängen. Die Bilder, die hier wieder um die Welt gehen, sie sind ein Druckmittel für jenen Konflikt, der sich eigentlich am anderen Ende der Türkei abspielt. Im Norden Syriens geraten Russland, das die syrische Armee unterstützt, und die Türkei, die Rebellen unterstützt, gefährlich aneinander. Gestern Nacht werden 33 türkische Soldaten bei einem Luftangriff getötet. Heute folgt der türkische Vergeltungsangriff auf die syrische Armee. Eine neue Stufe der Eskalation. Die NATO von ihrem Partner Türkei zur Unterstützung gedrängt, die warnt. Diese gefährliche Situation muss wieder entschärft werden. Wir brauchen eine Rückkehr zum Waffenstillstand.
Die Vereinbarung über einen Waffenstillstand und eine Deeskalationszone in Idlib war von Beginn an brüchig. Doch nun will Syrien auch die letzten Rebellenhochburgen in der Provinz endgültig unter seine Kontrolle bringen. Was das Flüchtlingsleid noch verstärkt. 1 Million Vertriebene harren an der Grenze zur Türkei aus. Die Hälfte der Betroffenen sind Kinder. Die Zustände sind katastrophal. An die 170.000 Menschen schlafen im Freien. Kinder sind Temperaturen um die 0 Grad ausgesetzt. Das ist ein Drama. Das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei hat sich zuletzt deutlich verschärft. Nächste Woche ist nun ein Treffen zwischen Russlands Präsident Putin und dem türkischen Staatsoberhaupt Erdogan immerhin geplant. Und die UNO berät zur Stunde in einer Dringlichkeitssitzung. Und die Flüchtlinge? Man habe die Kontrollen an den Grenzen gelockert, heißt es von einem türkischen Regierungsvertreter. Man sei für die Situation in Syrien nicht verantwortlich, twittert der griechische Premier. Und die Flüchtlinge bleiben Spielball in einem Konflikt, in dem sich für sie niemand so richtig zuständig fühlt. In 3 Tagen wählt Israel. Schon wieder, fragen Sie jetzt vielleicht. Ja, schon wieder. Es ist die 3. Parlamentswahl innerhalb von nur 11 Monaten und auch diesmal zeichnet sich kein Ausweg aus dem politischen Patt ab. Letzte Umfragen sehen Langzeitregierungschef Benjamin Netanyahu zwar erstmals wieder auf Platz 1, aber weder seine Likud-Partei noch die Zentrumspartei Blau-Weiß von Benny Gantz dürften gemeinsam mit ihren Verbündeten auf die nötige Mehrheit von 61 Abgeordneten kommen. Und damit nicht genug. Das Wahlkampffinale wird von einer höchst angespannten Sicherheitslage begleitet, wie unser Korrespondent Tim Kupal berichtet. Tote als Faustpfand, 1 Woche vor der Wahl. An der Grenze zu Gaza transportiert ein Bulldozer der israelischen Armee die Leiche eines Terroristen des islamischen Dschihads ab. Er hat versucht, am Grenzzaun einen Sprengsatz zu zünden. Auch die Hamas im abgeriegelten Gaza setzt Leichen israelischer Soldaten als Druckmittel in Verhandlungen ein. Es folgen tagelanger Raketenbeschuss aus Gaza und Gegenschläge Israels in Gaza und Syrien. Der Alltag in Tel Aviv, nur etwas mehr als 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. 1 Woche vor der Wahl. Es ist ein lustloser Wahlkampf. Was ich erwarte? Nicht mehr als bei der letzten Wahl. Es wird das Gleiche rauskommen. Wir sind erschöpft, die Menschen haben das Interesse verloren, aber wir werden unsere Wahlpflicht wahrnehmen. Gantz rutscht in den letzten Umfragen auf Platz 2 ab. Netanyahu führt wieder trotz aller Korruptionsvorwürfe. Für keinen dürfte die Wahl eine Regierungsmehrheit bringen. Netanyahu ist einfach extrem schwer zu schlagen, sagt sein ehemaliger Wahlkampf-Werbechef. Wir reden von einem Zauberer, der für seine Tricks bekannt ist, der immer ein Kaninchen im Zylinder oder eine Taube im Taschentuch hat. Er wird immer für eine Überraschung auf der Weltbühne gut sein, das ist seine Stärke. Im Zentrum der Gantz-Werbekampagne stehen die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu. Wäre er für die Kampagne zuständig, würde er Gantz mehr wie einen Sieger aussehen lassen. Das Problem von Gantz ist, dass die Leute einen zweiten Netanyahu, einen zweiten Zauberer erwarten. Wenn sie mich fragen, was ich an ihm mag, ich mag die Tatsache, dass er kein zweiter Netanyahu ist. Paul Hirsch hat jahrelang Likud und Netanyahu gewählt, wegen der seiner Meinung nach für Israel positiven Wirtschaftspolitik. Diesmal zögert er. Wenn jemand halt relativ lange das Zepter der Macht in der Hand hat, wirkt sich das auch auf sein Verhalten aus. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Auch diese Wahl werde keine Regierung bringen, befürchtet der gebürtige Österreicher. Die Leute sind wahnsinnig angefressen, nicht? Die Wahlen kosten dem Land ein Vermögen. Viele sprechen schon jetzt von der nächsten, der 4. Wahl in ein paar Monaten. Fest steht, im Konflikt mit den Palästinensern verfolgen beide großen Parteien mehr oder weniger die gleiche Linie. Das Konzentrationslager bei Gunskirchen in Oberösterreich war einer der schrecklichsten Orte des Sterbens in der Nazizeit und zugleich einer der unbekanntesten. In den letzten Monaten vor Kriegsende wurden dort all jene Gefangenen interniert, die man auf Todesmärschen geschnappt hat, nachdem die anderen Konzentrationslager von den Alliierten befreit worden waren. Gunskirchen war ein Ort der Erschöpfung und des Sterbens und nach dem Krieg rasch vergessen. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat ihn das Bundesdenkmalamt jetzt zu einem Denkmal gemacht.
Das hier ist Österreichs jüngstes Denkmal. Und das hier auch, Betonfundamente einer Baracke. Oder das, eine ehemalige Latrine mitten im Wald. Und gleich daneben ein Ort, an dem der Atem stockt. Der Boden gibt nach und nach frei, was zu Kriegsende hier vergraben wurde. Das ist eine Decke, Lederrest. Und da sieht man eben die Schuhsohlen. Die letzten Reste des KZ-Lagers bei Gunskirchen in Oberösterreich. Angelika Schlagl untersucht sie seit Jahren. Unter den Überlebenden sind es an die 22.000, die hier waren. Zahlen sind immer sehr subjektiv. Es gab keine Aufzeichnungen, keine Registrierungen. Es gibt aber Aufnahmen von der Befreiung. Die US Army hat gefilmt. Von dieser Baracke steht noch das Fundament. 2000 Menschen sollen allein hier hineingepfercht worden sein. Ich weiß das auch von Zeitzeugen, die sagen, Gunskirchen war schlimmer als Auschwitz. Ja, und das hat schon eine gewisse Bedeutung. Ohne jegliche Versorgung, ohne jegliche sanitäre Einrichtung, es standen ein paar mehr oder weniger fertige Baracken dort, aber sonst nichts. Hierher kamen in den letzten Kriegswochen die, für die nirgendwo sonst mehr Platz war. Polnische und ungarische Juden, Kriegsgefangene. Ein Albtraumort. Ein Waldboden, übersät mit Leichen. Ein Wald, der genau deswegen nun zum Denkmal wird. Es ist ein Wald mit Relikten und diese Relikte, gerade die Objekte, die mit dem Waldboden verwoben sind, übernehmen immer mehr die Funktion der Zeitzeugen, damit eben auch zukünftige Generationen lernen können und gedenken können. Es ist aber nicht bloß ein Mahnmal, es ist wahrscheinlich immer noch ein Massengrab. 1200 Tote wurden in den 70ern geborgen und nach Mauthausen verlegt, aber viel mehr müssen noch da sein. Da gibt es Listen, in denen es um 5175 Tote sich handelt. Auch eine Zahl, 6500 Tote, die können nicht einfach verschwunden sein. Das wird auch beim gestern abgehaltenen Opferorte-Workshop des Denkmalamts so gesehen. Die 1200 bisher geborgenen Toten können nicht alle gewesen sein. Ja, die Zahl ist zu niedrig, aber was tatsächlich die Zahl gewesen ist, ist schwierig auch zu sagen. Da, wo bisher nur ein Gedenkstein steht, hat Österreich jetzt ein neues Denkmal, einen Gedenkwald. Aber auch neue Herausforderungen, nachzuforschen, was der Boden hier noch alles verbirgt. Ein spätes, aber sehr wichtiges Denkmal. Und bei uns geht's weiter mit den Meldungen des Tages. In Deutschland hat sich der Volkswagen-Konzern mit Verbraucherschützern auf einen Vergleich geeinigt. Rund 260.000 Käufer von Modellen mit manipulierten Dieselmotoren erhalten eine Entschädigung. Österreichische Autofahrer, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, bekommen keine Entschädigung. Novomatic-Chef Harald Neumann ist überraschend zurückgetreten, aus familiären Gründen, wie es heißt. Neumann wird beschuldigt, mit der FPÖ vereinbart zu haben, Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos zu machen, um dafür Glücksspiellizenzen zu bekommen. Das bestreitet Neumann. Im Seenkaufprozess in Kärnten sind heute beide Angeklagten nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Es ging um mutmaßliche Bestechungszahlungen an den verstorbenen Landeshauptmann Jörg Haider rund um den Verkauf von Seeimmobilien. Laut dem Gericht kann nicht festgestellt werden, dass Geld an Haider geflossen ist. In Wien befindet sich eine 16-jährige Schülerin nach einer Messer- und Prügelattacke weiter in Lebensgefahr. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Ex-Freund der jungen Frau. Der Mann leugnet die Tat. Der Sturm Bianca ist in der vergangenen Nacht über Teile Österreichs hinweggefegt. Vor allem in Salzburg musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Sturmschäden gab es auch in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich. Verletzte wurden nicht gemeldet. Der Sturm ist vorüber, die Temperaturen bewegen sich morgen Richtung Frühling und das ist mehr als passend, denn am Wochenende geht der meteorologische Winter zu Ende. Wir sind bei den Aussichten.
Eine föhnige Südwestströmung stellt sich am Samstag bei uns ein. Es wird damit recht mild und auch trocken sein. Am Sonntag stellt sich das Wetter schon wieder um. Zeitweise scheint morgen die Sonne, der Wind dreht auf Süd, an der Alpennordseite wird es zunehmend föhnig. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10, bei Föhn bis zu 14 Grad. Am Sonntag wird es ziemlich unbeständig und etwas kühler. Am meisten Regen gibt es wahrscheinlich im Süden. Auch die neue Woche beginnt mit Regenschauern. Von allen, die über Dreisat dabei waren, muss ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende aus Wien. Jeder weiß, wie sie aussieht, weil ihr Bild jahrelang den 1000-Schilling-Schein zierte. Aber wer war Bertha von Suttner wirklich? Diese Frage klärt Universum History jetzt in ORF 2. Die mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnete Autorin wurde mit dem Roman Die Waffen nieder schlagartig berühmt. Das Porträt dieser Idealistin zeigt ihr spannendes Leben und wie schwer es für Frauen vor mehr als 100 Jahren noch war, selbstbewusst einen eigenständigen Weg zu gehen. Das alles jetzt gleich. Die ZIP-Nacht meldet sich um 22.48 Uhr in ORF 1 und die ZIP 2 gibt es wieder am Sonntag nach dem Tatort. Für heute noch einen guten Abend und ein schönes und erholsames Wochenende. Auf Wiedersehen.